Das spielt alles keine Rolle, Talisa. Am Ende haben Melissa und ich das, was wir wollten. Die anderen Mitglieder der Fünf sind tot und nur sie und ich stehen sich noch gegenüber. Und ich nehme an, wollt ihr auch mich töten, damit ihr selbst und nur ihr die Herrschaft des Baal neu errichten könnt. Nein, nein, Talisa, ich habe keine Absicht in dieser Art. Baals Makel liegt wie Meta über der Welt. Ich habe nicht die Absicht, dem Fürsten des Mauls zum neuen Leben zu verhelfen. Mein Plan ist viel selbstloser, als ihr glaubt. Ich habe mir geschworen, alle Kinder des Baal ein für einmal zu vernichten und die Reiche von seiner besudelten Existenz zu befreien. Ihr habt mir nicht geholfen, mein Ziel zu erreichen. Aber ihr seid doch ebenfalls ein Baalkind. Was geschieht mit euch? Wenn ich mir sicher sein kann, der Letzte zu sein, wenn ich genau weiß, dass es niemand anderen mehr gibt, werde ich mir mit einem Selbstmordritual das Leben nehmen. Baals Bosheit wird mit mir untergehen. Doch zunächst muss ich eurer teuflischen Existenz ein Ende setzen. Aber ich bin nicht böse. Ich gehöre zur Macht des Guten und der Gerechtigkeit. Ihr redet wie ein Heuchler, der sich Urteile anmaßt, die ihm nicht zustehen. Ihr seid nicht der Erste, der versucht, mich umzubringen und wahrscheinlich auch nicht der Letzte. Welche edle Gesinnung. Es wird mir ein Vergnügen sein, eure anmaßenden Eingeweide auf dem Fußboden auszubreiten. 1. Die Menschen lobpreisen euren Namen, Talisa. Ihr seid gewillt, auf dem Pfad der Tugend zu wandeln. Eure Absichten sind ohne Bedeutung verglichen mit den Konsequenzen für eure Existenz. Wie viele Leichen pflastern euren Weg? Hunderte? Tausende? Zaradush ist nur noch eine rauchende Einöde. Wie vielen Städten habt ihr sonst noch Tod und Verwüstung gebracht? Aber das war nicht meine Schuld. Ich bin ein Opfer der Umstände. Ich kann euch alles erklären, wenn ihr mir die Gelegenheit dazu gebt. Und wie viele Leichen habt ihr hinter euch gelassen, Balthasar? Ich bringe Tod und Verwüstung, wo ich auch hinkomme, und ich schwelge im Blut. Ich bin die Inkarnation des Todes. Konfrontieren wir ihn mal mit der 3. Ich bin wie ihr, Talisa. Unsere bloße Existenz bringt den Tod. Es ist unausweichlich. Das ist nun mal unser Schicksal. Niemand kann uns dafür verantwortlich machen. Wir sind die Sklaven des verseuchten Blutes unseres Vaters. Und während eure Macht wächst, seht ihr weiter Unheil. Königreiche werden fallen und die Flüsse von Faerûn werden sich rot färben vor Blut. Nein, ich werde dieses Los, das ihr mir bei Prophezeit, nicht hinnehmen. Dieser Tenor gefällt mir. Ihr verurteilt mich wegen meiner möglichen Zukunft. Das ist nicht gerecht. Nehmen wir die 1. Jede weitere Konversation ist zwecklos. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Euer Tod ist eine Notwendigkeit. Baals Gezicht. Okay. Sterbt, wie es euch bestimmt ist. Oh, da sind noch 2. Das sind Mönche und er ist... Ja? Böse. Die Magie ist verpufft. Schneller als Chick-Ticker, schnell Kratze. Ich helfe, wo immer ich kann. Gott, ihr habt es so gewollt. Was kann man? Ich werde es tun. Werde nicht verlassen. Bin ich gerade gestorben? Tut mir leid. Ja, ich bin gerade gestorben. Okay. Ja? Ja? Die Dienerin der Natur ist bereit. Holen wir mal ein paar Schutzzauber. Keine große Herausforderung. So. Klicken wir uns hier nochmal durch. Eure Anwesenheit hier hat mir gezeigt, wie verrückt es war, eine Söldnerarmee aufzustellen. Diese Melissan, sie lockte mich mit allerlei Versprechungen. Melissan ist diejenige, die bei dieser bühnenreifen Aufführung hinter den Kulissen die Fäden. Wenn ich mir sicher sein kann, der Letzte. Wie viele Leichen pflastern euren Weg? Hunderte? Und während eure Macht weg, jede weitere Konversation. Okay. Was kann ich tun? Okay. Ich habe verstanden. Eine Aufgabe zu erfüllen. Erst wie es euch euer bestimmt Tod. Ist. Ist eine Notwendigkeit. Los, aus. Baals Gezicht. Oh. 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 Oh.
So, wir haben Zeitstopp. Okay, Balthasar ist dem Tode nah. Wir haben Balthasar getötet. Und da ist wieder Solar. Die mächtigsten Kinder Baals, die fünf, wurden zerstört, Gottkind. Der Großteil von Baals Essenz ist zur Quelle zurückgekehrt. Eure Reise ist nun beinahe zu Ende. Ja, aber die fünf wurden noch nicht zerstört. Melissa ist noch übrig. Baal wird das auch verstehen. Ist das, was ihr sagen wollt? Was muss ich also jetzt noch tun? Schon gut, schon gut. Dann bringen wir es endlich hinter uns. Nehmen wir mal die 1. Die, die ihr unter dem Namen Nelizan kennt, gehört nicht zu dem Fünf-Gottskind. Sie ist kein Kind Baals. Der tote Gott Baal ist nicht auferstanden. Ihr müsst verstehen, was euch am Ende eurer Reise erwartet, Gottkind. Diese Erklärung solltet ihr von jener, die ihr unter dem Namen Melisan kennt, persönlich erhalten. Okay. Ich bin hier. Sprecht rasch. Ja, ist auf einmal. Ihr seid auf meinen Befehl hier, Geist. Ihr werdet all meine Fragen beantworten. Ja. Ich bin kein totes Ding. Ihr habt den Teil einer lebenden Göttin zu euch gerufen. Wie immer auch ihr das geschafft habt. Sollte ich jedoch bewusst darauf aufmerksam werden, werdet ihr dafür bitterlich bezahlen. Okay. Ihr seid noch keine Göttinsterbliche. Die Prophezeiung muss erst noch erfüllt werden. Das wird bald genug geschehen. Alles hat sich so zugetragen, wie ich es gewünscht habe. So wird es auch weiterhin sein. Bald wird die ganze Essenz Baals mein sein. Mhm. Dann redet. Wenn ihr recht habt, wird es am Ende ohnehin keinen Unterschied machen, wenn ihr jetzt sprecht. Das ist wahr genug. So sei es. Mein Name ist Amelissan mit dem schwarzen Herzen. Die Hochmatriarchin. Und die größte Todesbringerin des Tempels des Fürsten des Mordes. Ich habe die Gebete in seinem heiligen Namen geleitet. Okay. Ich war es, die sich um seinen Avatar kümmerte. Als der Fürst des Mordes während der Zeit der Sorgen als Sterblicher auf unserer Welt wandeln musste. Er kam zu mir. Seiner größten Priesterin. Schutz zu finden. Okay. Alles schlechter. Meiner treuesten Todesbringerin habe ich das Geheimnis meiner Wiedergeburt anvertraut. Und weiter. Einer aus seiner Priesterschaft musste Zugang zu der Essenz haben, die sich von der toten Baalbrut sammeln würde. Einer aus seiner Priesterschaft würde die Riten ausführen müssen, die notwendig waren, um dem toten Fürsten des Mordes die Essenz wieder zuzuführen. Mhm. Deswegen hat der große Fürst des Mordes mir diese Pflicht übertragen. Nach seinem Tod würde ich allein zu seiner Essenz Zugang haben. Meine Macht wuchs mit dem Tod jedes sterblichen Kindes des Fürsten. Ihre Göttlichkeit kehrte zur Quelle zurück. Ah ja. So habt ihr mich betrogen, Amelissan mit dem schwarzen Herzen. Die Zeit kommt näher und trotzdem führt ihr keine Riten aus. Das ist richtig. Ihr werdet Staub bleiben, mein närrischer Gott. Sie will selber Gott werden, hä? Ich war es, die die fünf erschaffen hat. Ich habe die Kinder des Gottes aufeinander gehetzt und diesen dummen Narren versprochen, sie würden als Baals Gehilfen fungieren, wenn er wieder auferstehen würde. Nun, das können sie auch. Im Limbus, wenn es ihnen Spaß macht. Hm. Ich war es, die sich als die Beschützerin der Baalbrut ausgegeben hat. So konnte ich diejenigen, die die fünf nicht selbst fanden, wie Schafe ihrem Untergang zutreiben. Ich habe die letzten der Baalbrut nach Saradush geführt, wo sie abgeschlachtet wurden. Aber ihr konntet nicht ahnen, dass ich dort sein würde. Nein, da habt ihr wohl recht. Ich wusste, dass Ilacera gegen eure Macht nichts würde ausrichten können. Aber ich hatte nicht so weit mit eurer Ankunft gerechnet. Dennoch hat es sich schlussendlich als eine glückliche Fügung herausgestellt. Ah, ja. So konnte ich einen der fünf loswerden, ohne dass es irgendwelche Hinweise darauf gab, dass ich verwickelt war. Da ihr bereits in Saradush wartet, konnte ich euch auch noch auf Yagashura hetzen.
Natürlich erst, nachdem ich dafür gesorgt hatte, dass er in die Stadt gelangte und die anderen Kinder Baals tötete. Und dann habt ihr euch dem Rest dieser paranoiden Narren zugewendet, während ich sie abgelenkt habe. Die fünf waren das letzte Hindernis gewesen, um das ich mich hätte kümmern müssen, bevor ich zur Fürstin des Mordes hätte werden können. Netterweise habt ihr euch für mich um sie gekümmert. Solange ich am Leben bin, ist es noch nicht vorbei. Ihr habt mich hereingelegt, um mich zu benutzen. Dafür werde ich euch töten. Ihr habt den Platz eingenommen, der mir zusteht. Ich werde das nicht zulassen. Ich werde euch aufhalten, Melisande, damit kommt ihr nicht durch. Ihr habt also bekommen, was ihr wollt. Da gibt es ja keinen Grund mehr, warum ich noch weiter in diese Angelegenheit verwickelt sein sollte. Die Fürstin des Mordes, was? Besteht eine Chance, dass ihr jemanden braucht, der euch zu eurer Rechten am Thron sitzt? Sage ich, am Leben bin, ist es noch nicht vorbei. Der Großteil der Essenz von Baal befindet sich unter meiner Kontrolle, Narr. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt beinahe schon eine Göttin. Ich kontrolliere die ganze Ebene im Abyss, die einst von Baal beherrscht wurde. Den ganzen Thron des Blutes. Schön für dich. Wagt ihr es, dorthin zu kommen und mir dort gegenüberzutreten? Oder soll ich euch wie einen räudigen Hund jagen und zur Strecke bringen? Oh, ich werde schon kommen. Der Thron von Baal gehört mir. Gegen ein derart böses Wesen wie ihr würde ich überall antreten und ich werde siegen. Ich werde nicht zulassen, dass ihr damit durchkommt. Jemand muss euch auffallen. Es scheint so, als würdet ihr mir keine Wahl lassen. Das ist schlecht für euch. Oh, jetzt hört schon aber auf. Ich habe solche Angst. Gehen. Wenn ihr wirklich so gut wärt, wie behauptet Melisande, dann hättet ihr euch nicht auf so miese Tricks verlassen müssen, um erfolgreich zu sein. Nehmen wir die zwei. Das klingt sehr Priester, Paladin, rechtschaffenmäßig. Worauf wartet ihr dann noch? Finden wir doch gleich hier heraus, wie diese Prophezeiung ausgeht. Wie ihr wünscht. Genug. Ein Kampf hier würde gar nichts klären. Ja, okay. Euer Pfad ist klar, Gottkind. Kehrt in euer Einspringsel zurück. Sobald ihr dann bereit seid, müsst ihr es auflösen. Ihr befindet euch dann mitten im Thron des Blutes. Melisande wird schon auf euch warten. Klingt unschön. Sie hat die Essenz der Kinder Baals noch nicht vollständig in sich aufgenommen. Ich schlage vor, dass ihr rasch handelt, Gottkind. Der letzte Akt der Prophezeiung steht unmittelbar bevor. Okay. Da geht die letzte Türe auf. Na, die hauen ab. Der hat Edelsteine hier, Diamant, Himmelstropfen. Königstränen, okay. Was auch immer wir jetzt noch mit Edelsteinen machen sollen. Ich glaube, wir sind nämlich kurz vorm Ende. Ich warte. Was sagt das Tagebuch? Ja, Angriff auf die Enklaven. Balthasar hat gestanden, dass er auch zur Baalburg gehört. Ja, er ist sogar ein Mitglied der Fünf. Er hatte ja doch nie den Plan, Baal wieder zu beleben. Der verrückte Mönch hatte von Anfang an vor, die Welt von den Spuren Baals zu reinigen, indem er alle Kinder Baals tötet und sich schlussendlich selbst vernichtet. Ziemlich beunruhigt waren die Anschuldigungen, die er gegen die noch immer verschuldete Melisande vorgebracht hat. Wenn er recht hat, dann hat sie mich die ganze Zeit manipuliert, um ihre eigenen finsteren Pläne voranzutreiben. Was sagt die letzte Enthüllung? Mein Weg ist klar und ich weiß nun, wer mein wahrer und letzter Feind ist. Es ist nicht Baal, der wieder auferstanden ist, wie ich so lange Zeit angenommen habe. Nein, es ist niemand anderes als Melisande. Sie war während der Zeit der Sorgen Baals Hohepriesterin. Ihr wurde die Aufgabe übertragen, dafür zu sorgen, dass die ganze Baalburg vernichtet werden würde und die Essenz Baal erneut zufließen würde. Sie war diejenige, die Baals Wiedergeburt überwachen und leiten sollte. Der dunkle Gott hatte ihr vertraut und wurde prompt von ihr verraten. Sie hat die Fünf manipuliert und sie in ihren Tod getrieben. Sie hat mich manipuliert und versucht, gerade in diesem Moment die Macht ihres einstigen Herrn und Meisters an sich zu reißen und zu Göttin zu werden. Die letzte Herausforderung steht mir nun offen. Ich muss diese Herausforderung bestehen und dadurch meinen Kokor, also das Einsprengsel, zerstören. In dem Moment, wo dies geschieht, befinde ich mich mitten im Thron von Baal. Dann ist es meine Aufgabe, Melisande aufzuhalten, bevor sie erfolgreich ist. Sie darf nicht erfolgreich sein. Okay.
Schwierigkeitsgrad runterstellen. Erst einen Quick-Save machen.